Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch zeigen, was ich so die letzte Zeit nochmal geshoppt habe. Ich habe schon den ersten Haul euch abgedreht und habe euch auch den schon hochgeladen. Das ist dann Teil 2 sozusagen, weil dann habe ich drei Teile gehabt sozusagen. Also ich habe ja nicht jeden Tag, sondern immer mal wieder irgendwann. Und manchmal hat ein Anbieter mehr zu bieten und manchmal weniger. Und so kommt dann einiges zusammen. Zum einen habe ich mir aus der Drogerie das Glowing Face and Body Highlighter. Das ist mir an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Das war nicht so, dass ich das mitgekriegt habe. Der war nagelneu, wirklich günstig zu haben. Manche verkaufen den für 10 Euro, wo ich denke, hallo, der hat nicht mal 5, 6 Euro gekostet. Ja, er ist zwar sein Hype wert, sage ich mal, weil man hat hier 15 Gramm Produkt. 15, 15. Und wirklich mit... ich habe das mit dem MAC verglichen. Mit dem MAC hier. Den habe ich nämlich auch neu. Das ist Whisper of Guilt. Richtig geile Farbe. Und wenn ihr das schon im Pferdchen seht... Sehr viel Ähnlichkeiten. Mir fällt gleich die ganze Kiste runter. Sehr viel Ähnlichkeiten. Und ich swatch euch mal den MAC daneben. Und der von MAC ist ein leicht Ticken heller. Also unten ist MAC und oben ist der von Catrice. Und ich muss sagen, sie sind beide wunderschön. Ich werde mal gucken, welchen. Ich denke, ja, zum Mitnehmen ist der einfach zu groß. Wozu 15 Gramm? Aber es ist ja auch ein Body Highlighter. Im Endeffekt könnte man den hier sich auf die Schlüsselbeine machen. So ein bisschen... Aber die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Das war, Catrice hätte das im Frühling bringen sollen. Hätte man auch 15 Gramm eventuell irgendwie platt machen können. Ja, dann als nächstes war auch mit Verpackung zu haben. Ne? Der war nagelneu. Dann als nächstes war in einem Paket drin. Wollte ich auch nicht da jetzt ewig rummachen. Die geht jetzt einfach weiter. Das ist hier die Perfektion Shayala. Shayala X Colourpop. Wunderschöne Palette. Ich habe ja euch damals schon gesagt, wenn man die haben kann, dann holt man sich die und probiert die aus. Denn die Farben und die Einzigkeit und Colourpop an sich ist super geil. Hier ist sogar noch ein Spiegel mit vorhanden. Also die wandert auf jeden Fall weiter. Die benutze ich nicht. Dann habe ich mir noch ein loses Puder und zwar in der Natural geholt. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich liebe dieses Puder. Das ist einer der feinsten, gemahlensten Puder, die es gibt. Werde ich auch weiterhin benutzen. Das war nämlich auch in so einem Paket. Denn habe ich noch das Contouring Bronzing Produkte mitgenommen, was warum auch immer kleiner ist als der Highlighter. Totaler Quark für mich, denn von der Kontur und vom Highlighter, das hätte man alles in eine Verpackung packen können, diese hier, und dann wäre gut ist gewesen. Jetzt ist es halt nur mal so und ja. Der ist wirklich, der ist super zart und super geil. Ich hätte den nicht gebraucht, sage ich mal, hätte ich den MAC schon gehabt. Oder vergleichbar vielleicht auch mit Anastasia Beverly Hills. Mal gucken. Dann haben wir das hier. Das Contouring-Produkt. Es ist so eigentlich fast nicht sichtbar. Ich könnte mir das als gut als Bronzer vorstellen, als ein kühler Bronzer. Ja. Wäre da auch machbar. Ja, werde ich auf jeden Fall austesten in einem extra Video dann. Aber der MAC, der war schon auf meiner Wunschliste drauf. Ein Highlighter von MAC. Und vor allen Dingen Soft and Gentle würde mich interessieren. Einfach nur, weil es den Hype früher gab. Ja. Aber wie gesagt, die Palette habe ich ja selber. Und ich würde sie jeden ans Herz einfach legen. Guckt einfach bei Instagram. Oder wenn ihr das Video seht, vielleicht ist es noch gar nicht bei Instagram hochgeladen. Aber ihr dürft mich gerne anschreiben, wenn ihr Bock habt, ja, die Palette euch zuzulegen. Ich verkaufe sie auch nicht so teuer. Von daher, ja. Dann war auch ein Blush drin. Und zwar aus einer LE, der super interessant ist. Ich finde, das sieht so richtig herbstig aus. Und ich habe heute einen drauf, der mich daran erinnert. Wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde, dann haben wir Glück. Und wenn nicht, dann ist blöd. Naja, auf jeden Fall, bei meiner Ordnung findet man auf jeden Fall was. Der sieht so aus und die Farbenummer ist diese hier. Das ist jetzt sozusagen die Beschreibung. Jetzt kriege
packe ich den nicht auf. Und ich finde das gut, dass es so eine kleine Verpackung ist, die man wirklich gut handlich mitnehmen kann. Die Farbe ist super interessant. Das ist so ein Rotbraun. Geil als Blush und Bronzer zu gebrauchen. Und schön, schön herbstig. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ich so zufrieden bin mit meinem Lippenstift gerade. Aber so ist es halt. Ich finde halt, Jeans passt auch super in den Herbst, in den Sommer. Also eigentlich passt Jeans immer gut. Super schön, wirklich super schön. Die Palette aus der LE hätte mich auch interessiert. Oder aus dieser Kollaboration da. Dann durfte auch mit bei der Verkäuferin The Minimalist. Das ist diese Palette. Bis ich überlegt habe, ob ich sie wirklich haben möchte, war die von Sarah dann weg. Und ich finde, das ist die optimalste Palette, wenn sie gut funktioniert. Denn das sind Basic-Töne drin. Ein Dunkel, ein Braun. Also komplettes bewegliche Lid. Ausblendeton. Verstärkung der Lidfalte oder Verdunklung an der Ecke oder sowas oder als Lidstrich, und das ist nochmal so ein warmes, was man sich schön auf dem kompletten Lid. Also das ist auch für mich eine Herbstpalette, die ich gut in dem Alltag einfach integrieren kann. Wenn ihr daran Interesse habt, würde ich euch natürlich auch einen Look, eher sowas Herbstiges dann schminken, was ich mit dieser Palette vorhabe oder warum ich sie mir zugelegt habe. Super, super schön. Also wirklich. Da ist Classic Shadow Palette. Schaut mal, ist ähnlich aufgebaut, ne? Ein heller, ein Lidfaltenton, ein Verdunklungs- und noch ein Verdunklungston finde ich auch richtig, richtig gut. Also die Qualität alleine an dem hellen Ton sieht man einfach, wie die Qualität ist. Laut dieser Farbgebung wollte ich mir auch tatsächlich mal eine Palette noch zulegen. Und das ist auch in meinem To-Go-Täschchen eigentlich meistens drinne, weil ich einfach die Farben so gut finde. Das Blau hätte für mich nicht sein müssen, aber ich finde die Palette an sich richtig gut. Dann habe ich noch was, wovon ich ein einziges Mal was gesehen habe. Und zwar von Douglas aus der Caramel Nudes Reihe. Schaut mal, wie hochwertig diese Palette aussieht. Wirklich. Also da ist auch 21 Gramm drin. Ne? Ich würde sagen, nicht ganz so hochwertiger Pinsel, aber dennoch. Ich glaube, ich behalte sie, bis ich mir die Anastasia-Palette zugelegt habe. Das wurde vielleicht zweimal benutzt, wenn überhaupt. Zwei Töne daraus und das auch nur ein einziges Mal. Also die ist wirklich richtig bombenmäßig wunderschön. Riesengroßer Spiegel. Das ist eine absolute Herbstpalette für mich. Wirklich, wir werden auf jeden Fall zu dieser Palette, werde ich auf jeden Fall eine Review geben, weil ich kannte die Marke noch nicht. Also ich kannte zwar Douglas, habe sie einmal gesehen. So richtig interessiert hat mich... Hat es mich nicht, aber... Oh ja. Schaut mal. Oh. Gut pigmentiert auf jeden Fall. Mal gucken, wie halt einfach die Verblendbarkeit ist, ob sie zu trocken sind oder wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall das testen, denn die Palette ist wunderschön. Also von den Farben her gefällt sie mir richtig gut. Und die erinnert mich ein bisschen an die Caramel Melange. Und auch, wie heißen die von Anastasia Beverly Hills, die so aussieht. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne vom Äußeren, von dem Farbschema her. Komm da einfach gerade nicht drauf. Keine Ahnung, super schöne Palette, super schöne. Dann im Haul, in dem ersten habe ich euch gesagt, ich hätte gerne die Nabla Korall. Und tada, ich habe eine gefunden. Da musste ich es mir nicht neu kaufen, habe ein bisschen gespart und so sieht sie aus. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Und ich bin super gespannt, wie die ist. Denn man kann einfach einen neutralen Look schminken. Man kann ein bisschen Koralle mit einbinden. Man muss nicht diese Over 3 Cut Crease in einer und keine Ahnung was, sondern man kann einfach einen einzelnen Lidschattenton draufpacken und ein bisschen verblenden. Finde ich richtig gut zum Mitnehmen. Ein bisschen flacher hätte sie schon sein können, aber an sich mag ich die erste Palette super gerne, deswegen habe ich mir auch die zweite zugelegt. Gerechtfertigt's, oder? Wir verstehen uns. Und dann habe ich von der Verkäuferin auch ein Goodie bekommen, und zwar weiß ich gar nicht, wo die jetzt dabei war, wo das Goodie dabei war. Doch, bei der Korallpalette, und zwar das hier. Aber ich werde das nicht benutzen, das geht für mich nämlich auch weiter. Ja. Das ist rosastichig. Vielleicht hat ja jemand anderes Interesse. Einfach das ausprobieren. Und ich finde auch nicht, dass es nach Erdbeere oder Kirsche riecht. Nee.
nicht so meins. Ja, ich hasse das, wenn das so ein Gedätscht ist. Ich mag es einfach nicht. So, dann haben wir noch eine Palette und ein Goodie. Und zwar von Chanel. Ich bin nicht der größte Fan von Chanel. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mal einen Lippenstift von Chanel, der hat mir so gut gefallen. Den habe ich von meiner Mama bekommen. Ich habe den geliebt. Der war ähnlich wie der Buttercup von der Farbe her. So ein richtig wunderschönes Nude von Jarrad Cosmetics. Wirklich richtig toll. Hat mir gut gefallen. War bei mir irgendwie zu cremig. Und im Sommer sind die irgendwie so dahergeschmolzen. Für den Winter waren sie aber relativ reichhaltig und es hat mir dann gut gefallen. Die letzte Palette ist von Dose of Colors mit Sarahi oder wie die Dame auch immer heißt. Ich hoffe doch, dass das der Ton, der mich am meisten interessiert hat, war dieser hier. Und auch der dunkelblaue, schwarze, keine Ahnung. Das sind einfach unfassbar wunderschöne Töne. Wie kann man sowas auf den Markt bringen? Das ist eigentlich eine Frechheit, dass das dann Limited Edition ist. Ich fand das so wunderschön. Ich musste das unbedingt austesten. Ich kann mir ein super schönes Smoky Eyes damit vorstellen, wenn man das dann erstmal mit Brauntönen, also Smoky Eyes, ja, dann kann ich mir vorstellen, einfach einen schönen Tages-Make-up-Look damit zu schminken. Es sind 6 Farben, aber es sind 6 gebrauchbare Farben. Wunderschöne Palette, Dose of Colors. Ich bin super, super auf diese Farben aus. Sie gefallen mir einfach unheimlich. Und diese Qualität seht ihr ja selber, ja? Ich könnte nochmal Swatch machen und nochmal ein Swatch und nochmal ein Swatch. Also ich könnte meine ganze Hand durchswatchen, obwohl ich nur einmal reingegangen bin. Wunderschöne Palette. Wir werden alles gemeinsam testen. Ich bin super gespannt auf die Produkte. Vor allen Dingen auf die Douglas Palette. Weil da habe ich gedacht, nee, die geht dann direkt weiter. Aber dann habe ich sie in echt, also habe ich sie in den Händen gehabt und dachte, was? So eine wunderschöne Palette ist mir nie aufgefallen. Es spricht kein Mensch drüber. Den Kanal verlinke ich. Ich weiß gerade nicht. Ah doch, Ich verlinke auf jeden Fall ihren Kanal. Sie hat schon mal ein Haul draus gemacht oder hat Dupe-Video gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das sind die. Wenn ihr Interesse habt an einer Palette, die ich sofort reviewen sollte oder zuallererst an höchster Stelle, bitte schreibt mir das, weil ich mache das so nach Gefühl her, wie ich denke, wie die Farben sind. Na, zum Beispiel würde ich auch zuallererst hier diese und diese Palette reviewen, weil es einfach für mich für den Herbst einfach bestens ist. Wie schön, bitte. Wie schön. Wie schön. Ja. Fühlt sich irgendwie ein bisschen sogar schwer an. Also die hat richtig Gewicht, ne? Die wiegt bestimmt ein halbes Kilo. Also von dem Gewicht her, ne? Und die Minimalist, die ist wirklich sehr minimalistisch. Und erinnert mich ein bisschen an gestern, als sie ankam, habe ich sie ausgepackt, habe ich gedacht, aha, die Frau Tamtam war super klug. Das ist auch, sie hätte auch Minimalist hinschreiben können, weil ich finde das auch eine super minimalistische Palette, die man einfach für den Alltag, super herbstig, super alltagstauglich, da ist alles drin, was ein Mensch für sein Gesicht braucht, um es fertig zu machen. Ich hätte vielleicht keine Kontur genommen persönlich, sondern eher Bronzer, weil ich einfach nicht mehr dieser Konturierungstyp bin. Ich bronze lieber, aber die Farben sind wunderschön. Ja, ich mag diese Palette unheimlich gerne. Ich finde sie super praktisch und nutze sie einfach zu selten. Und daran hat mich aber diese The Minimalist super inspirierend. Habe ich gedacht, das ist schon nah dran, ne? Und schade, dass es eine Limited Edition ist. Ich würde tatsächlich sie nachkaufen, wenn sie da ist, wenn ich sie mal aufbrauchen würde. Weil ich finde, das ist wirklich eine To-Go-Palette, wo jeder tragen kann. Wirklich jeder. Dieser Blush ist nicht zu peachig und nicht zu rosé. Ist genau so ein Ton, der jeder gebrauchen kann. Ich liebe diese Palette. Ich bin froh, dass ich sie habe. Und ich bin super gespannt auf die andere. Ja. Genau, wenn ihr aber Interesse habt an einer, die ich lieber euch zeigen sollte in einem Look oder in irgendwas anderem, 3 Looks oder sowas, dann sagt mir das mal. Dann testen wir sie auf Herz und Nieren sofort. So, ich bin fertig mit meinem Haul. Das war der letzte Haul hoffentlich. Außer, es kommt noch ein neuer Schatz. Aber ich denke, hey ihr Lieben, es kam noch eine Palette an, die ich euch zeigen wollte. Und zwar die Kaffee von Zoeva.
Sie hat mich sehr interessiert. Ich habe einen super Schnapper gemacht, tolle Kleiderkreislerin und echt mega schön. Richtig schön herbstig. Ich freue mich mega drauf, sie auszuprobieren. Wollt ihr dabei sein? Dann ja, werden wir das zusammen rocken. Und dann, welche mich auch von zu Eva noch interessiert, wäre die Melody. Da gucke ich auch schon alleine wegen der Verpackung. Ich würde es gerne in XXL haben, damit ich es mir hinstelle. Ja. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war's jetzt für den September. Ich werde mir jetzt nichts mehr kaufen, weil ich einfach nichts mehr brauche. Außer die Melody, die würde ich mir tatsächlich zulegen. Wenn ich da ein richtig tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme, dann schlage ich zu. Aber ansonsten benötige ich im September nichts. Und das aus meinem Munde. Ich ja, verabschiede mich hiermit. Das war nur ein kleines Anhängsel an das letzte Video. Und ja.